Also das ist falsch. Wir führen sicherlich mindestens 9 von 10 Operationen an den Extremitäten als Extremitäten erhaltende Operationen durch. Die allermeisten Sarkome der Extremitäten sind schon per se nicht extremitätengefährdend. Und selbst wenn Sie daran kommen, dass Sie vitale Strukturen der Extremität gefährden, das könnte ein wichtiger Nerv sein, das kann der Knochen sein, das können die Gefäße sein, gibt es sehr oft Möglichkeiten durch Therapien vor einer Operation, Chemotherapie, Bestrahlung, Extremitätenperfusion, den Tumor zu devitalisieren. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, eine Amputation wird ja indiziert in der Hoffnung, dass ein Tumor nicht wiederkehrt. Und da muss man sich mit Rückfallraten beschäftigen. Und Tumorrückfallraten können hoch und niedrig sein, je nachdem wie groß und aggressiv ein Tumor ist. Und haben häufig das damit zu tun, ob man diese vitalen Strukturen erhält oder nicht. Und das muss man oft gemeinsam besprechen. Also viele, viele Amputationen bei primären Tumoren haben wir definitiv nicht. Wenn es einen Tumorrückfall gibt, dann steigt die Rate schon. Aber insgesamt im eigenen Krankengut amputieren wir sicherlich deutlich weniger als 5% der Extremitäten Sarkome.